Hey Leute, hier ist wieder David vom Lehmladen. Heute fangen wir mit einer kleinen Serie über die Sanierung von Altbauten, wie zum Beispiel einem klassischen Siedlungshaus an. Wir werden uns um Dämmung, den Wandaufbau, Wandheizung und Farbanstriche kümmern. In diesem Video erzähle ich euch etwas über die Innendämmung. Im klassischen Siedlungshaus haben wir in der Regel ein Mauerwerk aus Ziegelsteinen. Das Mauerwerk ist mit einem Kalk gemauert. Zwischen der Innenwand und der Außenwand ist eine Hohlschicht und im Inneren verbirgt sich, unter meist mehreren Lagen Tapete, der Kalkputz. Je nach Alter des Hauses und dem Sanierungsstand sind im Inneren im Laufe der Jahre unterschiedliche Schichten aufgebracht worden. Ursprünglich ist unter der Tapete irgendwo ein Kalkputz, der vielleicht sogar direkt mit einer Kalkfarbe gestrichen ist. Die alte Farbgebung ist übrigens meist sehr viel bunter und lebensfroher als das aktuell übliche Weiß. Wenn du unter der Tapete jetzt eine weiße und glatte Schicht findest, ist das wahrscheinlich ein Gipsputz. Da ist dann schon einmal renoviert worden. Oft ist dann noch der alte Tapetenkleister so richtig stabil und löst sich so richtig bescheiden vom Untergrund. Bisher hat der gesamte Wandaufbau funktioniert. Der Einbau einer Innendämmung oder auch schon der Einbau von neuen Fenstern ist eine Veränderung des gesamten Wandaufbaus. Es muss an alles gedacht werden und Wärmebrücken sollten vermieden werden. Dass es nach dem Einbau der neuen Fenster zu Schimmelbildung in den Raumecken kommt, hat sich ja bereits herumgesprochen. Bis zum Einbau der neuen Fenster waren die alten Fenster meist der kälteste Punkt. Die Feuchtigkeit aus der Raumluft ist dort kondensiert. Nach dem Fensterwechsel ist der neue kalte Punkt die Raumecke. Dort kondensiert jetzt die Feuchtigkeit und kann nicht mehr weggeführt werden, weil unter der Tapete wahrscheinlich ein Gipsputz ist. Um solche Probleme zu umgehen, sollten wir bei der Innendämmung immer den gesamten Wandaufbau des Hauses im Blick haben. Die anfallende Feuchtigkeit verändern wir ja nicht. Wir verändern nur die Oberflächentemperaturen einzelner Bauteile. Das führt dann zu einem erhöhten Tauwasserausfall an anderen Bauteilen. Bei der Planung der Dämmung kommt immer wieder die Frage auf, ob die Hohlschicht gedämmt werden soll. Auch die Hohlschicht zwischen den beiden Mauerwerken hat ihre Funktion. Wenn wir diese füllen, ändern wir die Funktion. Es muss also geprüft werden, ob die alte bauphysikalische Anforderung und die neue Dämmung zusammenpassen. In der Regel ist diese Luftschicht für die Rücktrocknung der beiden Mauerwerksschichten zuständig. Bei Schlagregen durchfeuchten die Ziegelsteine. Alte und undichte Fugen bringen noch mehr Feuchtigkeit ein. Von innen kommt die Raumluftfeuchtigkeit angekrochen und kondensiert an der Oberfläche der inneren Wand aus. Der Windzug in dieser Schicht trocknet beides wieder ab. Bei einer gedämmten Hohlschicht ist diese Rücktrocknung nicht mehr möglich. Es muss also dafür gesorgt werden, dass weniger Feuchtigkeit eindringt und die Feuchtigkeit bis nach außen transportiert werden kann. Die Wirkweise des Feuchtetransportes habe ich in dem Video über die Innendämmung im Fachwerkhaus ausführlich erklärt. Das findet ihr hier. Das Aufbringen einer Dämmung im Inneren muss also immer noch so viel Wärme durchlassen, dass die anfallende Feuchtigkeit auf der Außenseite des inneren Mauerwerks kondensiert. Das ist sonst die Verschiebung des Taupunkts. Ohne eine weitere Berechnung der anfallenden Feuchtigkeit kann man mit etwa 6 cm Innendämmung nichts falsch machen. Wichtig ist dabei natürlich der korrekte Einbau und der korrekte Anschluss an die benachbarten Flächen. Bewährt hat sich als Innendämmung eine Holzweichfaserplatte in 4 oder 6 cm. Nach dem Entfernen der Tapete, im besten Fall dem Entfernen des Gipsputz und dem gründlichen Reinigen des Untergrundes, wird diese mit einem Lehmkleber auf der Wand aufgeklebt, mit Dübeln fixiert und die Anschlussfugen werden dann mit Stopfhanf korrekt angeschlossen. Im Bereich der Fensterleibung muss man unbedingt auch eine Dämmung einbauen. Da hast du sonst eine klassische Wärmebrücke. Das kannst du am besten mit einem Kalkdämmputz machen. Der Vorteil von einem Kalkdämmputz ist die unterschiedliche Schichtdicke, die du machen kannst. Da alle Dämmplatten vollflächig auf dem Untergrund aufliegen müssen, brauchen die immer einen Unterputz, der gerade ist. Wenn du dir das jetzt in der Fensterleibung vorstellst,
verbrauchst du unnötig Platz, den du für Dämmung nutzen könntest. Die Verwendung des Kalkdämmputz als gesamte Innendämmung ist auch eine sehr schöne Variante für die Innendämmung. In dem Fall würde der Dämmputz vollflächig in 3 cm je Lage aufgebracht werden. Das ist besonders gut geeignet, wenn du eh einen unhomogenen Untergrund hast, den du sonst erst mit einem Grundputz ausgleichen müsstest. Hanfsteine können natürlich auch verwendet werden. Allerdings solltest du in dem Fall den Estrich zurückschneiden, da der Hanfstein ja auf dem Boden steht. Die Verwendung von Calcium-Silikatplatten empfehle ich nur geübten Handwerkern. Die Bruchgefahr der Platten sorgt oft für einen schludrigen und fehleranfälligen Einbau. Das ist nichts für den heimwerkenden Häuslebauer. Das war's für heute. Wenn du Fragen hast, schreib's in die Kommentare. Wenn du eine individuelle Beratung brauchst, ruf uns einfach an. Und wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Ich freue mich auf das nächste Video. Da geht es dann um die Dämmung im Dach.